Dinge, die vor Ort entstehen und mit Off-Text, und dass es meine Art ist. Judith Steiner bei VideoDo. Sie macht Videos seit 8 Jahren. Ich muss ein bisschen ablesen, ich kann mir das nicht alles merken. Sie hat schon für die Swisscom gearbeitet. Für alle Leute, die nicht in der Schweiz sind, das ist hier der größte Telekom-Anbieter quasi sozusagen, ist das hier in der Schweiz. Für Emmy, die machen Joghurts und Schokolade, glaube ich, oder? Käse, alles, ja. Auch ganz großer Unternehmer in der Schweiz und für Fachhochschulen. Ich freue mich riesig, dass du da bist, Judith. Dankeschön. Bitteschön, danke. Na. Fangen wir direkt an. Und zwar, wenn dich jemand auf der Straße trifft und nicht weiß, was du machst, und der fragt, sag mal, Judith, was machst du eigentlich vom Beruf? Was würdest du dem sagen? Ich erzähle, dass ich selbstständig bin, meine eigene Firma habe und dass ich Kommunikationsteams und Unternehmen zeige, wie sie selber Videos machen können und mit Videobotschaften andere Leute erreichen können. Sehr cool. Mega. Also ich habe schon ein paar Videos von Judith gesehen. Der Link kommt natürlich in die Videobeschreibung. Schaut da mal rein, das ist sehr, sehr interessant und auch sogar auf Hochdeutsch und das ist sehr gut verständlich, wirklich cool gemacht. Angefangen hast du vor 8 Jahren, wurdest du selbstständig und mit den Videos angefangen, wann ging es da so bei dir los? Also ich habe vorher einen Quereinstieg in den Journalismus gemacht und habe dort bei einem Fernsehtalk gearbeitet und habe eine journalistische Ausbildung gemacht mit dem Schwerpunkt Videofernsehen. Und da hat es eigentlich begonnen, dass ich halt im Job gelernt habe, Videos zu produzieren. Wir haben zwar immer mit Kameraleuten und Cutter gearbeitet, aber ich natürlich viel gesehen und musste ihnen auch sagen, was sie mir filmen und schneiden sollen. Und dann hatte ich verschiedene Kurse eben bei dieser Ausbildung, auch beim Schweizer Fernsehen. Wow, cool. Nicht schlecht. Also richtig professionell. Und die Ausbildung geht auch 3 Jahre dann? Das ist 2 Jahre berufsbegleitend. Okay. Ah, okay. Ja. Wenn ich jetzt jemand anders fragen würde, zum Beispiel die Swisscom, was machen denn Judiths Videos besonders? Was würden die mir sagen? Ich denke, es ist die Art, wie ich arbeite. Also ich arbeite später noch als Videojournalistin und das ist immer noch mein Ansatz heute. Und das ist halt, es ist sehr schnell. Also ich komme, ich führe das Interview, ich nehme dann die Schnittbilder, das B-Roll auf, ich kann das gleich zusammenschneiden am nächsten Tag, ich kann einen Off-Text aufnehmen, ich kann halt wirklich von A bis Z alles selber produzieren. Mhm. Das ist natürlich günstiger, als wenn ein ganzes Team kommen muss und für die Inhalte, die sie in diesem Moment brauchen, reicht es auch. Und deshalb, das schätzen sie sehr. Also einerseits dieser redaktionelle Ansatz und auch der schnelle. Und schlussendlich ist er natürlich dann auch günstiger, als wenn eben ein ganzes Team kommen muss. Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes USP, wo die meisten Firmen wahrscheinlich sagen, ja, okay. Ja, vor allem auch, was mich interessieren würde, wenn ich dich buchen würde, du hast den Journalismus ja auch mit im Petto. Also du weißt, wie man, wahrscheinlich besser als ich, wie man Interviews führt und wie man das professionell macht. Und von daher ist das ein Riesenvorteil. Wie bildest du dich denn jetzt weiter? Ich bilde mich viel über YouTube weiter, halt verschiedene Tutorials schaue, zu Videoschnitt, aber auch zu Videoproduktion, weil ich ja auch selber YouTube-Videos mache überhaupt. Wie tretet man auf YouTube und wie bildet man so seine Community? Dann mache ich aber zwischendurch auch auf Udemy oder irgend so wieder mal einen Kurs. Ist halt einfach diese Online-Schulungen. Gratis, aber auch bezahlter Content. Sehr cool. Und was machst du da genau für? Also wie man sich selber vor der Kamera präsentiert oder was? Also das, nein, da habe ich jetzt nicht eine Online-Schulung gemacht. Also das hatte ich halt auch, als ich am MATS meine Diplomausbildung gemacht habe. Da habe ich gelernt, wie man vor der Kamera steht. Also es war auch einfach ein mehrtägiger Kurs. Und ich schaue einfach heute halt, wie auf YouTube ist das wieder anders, als man das vor 10 Jahren noch gemacht hat im Fernsehen. Hat sich wirklich, da verändert sich auch die Schnitttechnik und wie man mit den Leuten spricht. Man sagt nicht zuerst Hallo, sondern man sagt zuerst, um was es geht und dann mal Hallo. Genau. Nicht wie beim klassischen Fernsehen. Also das sind Dinge, die lerne ich einfach auch auf YouTube. Was macht denn deiner Meinung nach ein Video unvergesslich? Finde ich extrem schwierig, weil ich kenne mich selber. Wir schauen so viele Videos und dass ein Video wirklich unvergesslich ist, dann ist es wahrscheinlich wirklich, wenn man irgendwie eine Liebeserklärung oder eine Hochzeitsanfrage vom Schatz bekommt per Video oder weiß nicht, dann ist es sicher unvergesslich. Weil ich kenne es von mir, sogar meine Lieblingsfilme, ich vergesse es trotzdem sehr schnell. Okay. Aber schlussendlich denke ich schon, sind es
die Inhalte eigentlich, wenn es Dinge sind, die berührend sind, Szenen, die mir nah ans Herz gehen und die mir einfach dann wieder später irgendwo wieder durch den Kopf gehen oder so. Das sind wahrscheinlich die am ehesten unvergesslichen Momente. Sehr cool. Was machst du denn so in deiner Freizeit, um von dem ganzen Stress wegzukommen? Jetzt im Sommer ist für mich Stand-up-Paddeln ein großer, dort kann ich wirklich runterfahren. Das finde ich sehr schön. Dann bin ich auf dem See, bin ich in der Natur oder am Morgen früh, wenn die Sonne aufgeht oder einfach noch schönes Morgenlicht ist. Im Winter fällt das leider weg, aber es ist allgemein einfach die Natur auch in den Bergen oder am See. Freunde treffen, ich genieße sehr gern ein gutes Essen, ein gutes Glas Wein, vor allem auch mit Freunden zusammen. Und ich starte immer meinen Tag auch mit Meditieren und Beten und einem guten Input, ob das jetzt ein Audiobook ist oder Lesen, Tagebuch schreiben, das ist für mich so der Ausgleich zur Arbeit. Und meine Familie, also ganz wichtig. Du bist verheiratet und hast Kinder? Zwei Kinder. Ah, okay. Schön. Und wie alt sind die Kinder? 5 und 8 Jahre alt. Okay, also noch, meine Maus ist auch 8, jetzt ist super Alter. Ja, ist sehr schön, ja. Ausrüstung, Workflow, das sind immer so Sachen, was andere interessiert. Was du selber für Ausrüstung hast, ich habe gesehen, du hast viel mit Handy-Videos. Wie produziere ich mit meinem eigenen Handy-Videos? Was hast du sonst noch für Ausrüstung? Also meine, sag mal, Profi-Kamera, mit der gehe ich auch zu meinen Kunden. Das ist die Sony FS5. Und da habe ich noch zwei zusätzliche Canon-Objektive, die ich mit einem Adapter benutzen kann. Und dann halt Stativ und Funkstrecke und Licht und was es da alles so dazu braucht. Dann habe ich mehr jetzt für privat, also zum Beispiel, wenn wir reisen gehen, dann nehme ich meine Lumix Panasonic GH4 mit, auch mit verschiedenen Objektiven, und da habe ich je nachdem andere Stative und auch andere Mikrofone, die halt weniger schwer sind und weniger Platz brauchen, die ich mitnehmen kann. Welche Ausrüstung möchtest du dir denn noch so kaufen? Oder sagst du jetzt, ich habe alles, ich brauche nichts mehr? Oder ist da jetzt Wohnen und Essen, sagst du, hast du den neu geholt? Hast du da noch was auf der Wunschliste? Ja, bei mir ist die Panasonic, die GH4, die ist halt nicht mehr die neueste. Und ich finde die wirklich super zum Fotografieren und Filmen, so viel unterwegs. Aber also das Hauptproblem ist im Moment, dass das Objektiv, das ich meistens benutze, nicht mehr. Also es funktioniert noch, aber es ist recht streng, wenn ich den Fokus manuell stelle. Und in letzter Zeit hatte ich etwas Mühe mit dem automatischen Fokus. Und eben für meine Tutorials filme ich mich halt viel auch selber. Wenn ich jetzt für Kunden unterwegs bin, dann arbeite ich meistens mit manuellem Fokus. Also sowieso, wenn ich die Canon-Objektive mit der Sony kombiniere, dann funktioniert der automatische Fokus gar nicht. Und jetzt merke ich aber, wenn ich selber vor der Kamera stehe und weit weg bin, dann ist das einfach, arbeite ich jetzt immer mehr mit dem automatischen Fokus. Und der funktioniert einfach nicht so verlässlich bei der GH4. Und wenn ich da lese, wie halt andere Vloggers mit zum Teil mit den Sony R7, wie die heißen, und einfach gewisse Kameras oder auch halt die Lumix GH5 und so, die sind noch besser, und vor allem eben der Autofokus hat sich wirklich weiterentwickelt in den letzten wenigen Jahren, und da merke ich, da liebäugle ich so mit sowas, und deshalb habe ich mir noch kein neues Objektiv gekauft, weil ich nicht so recht weiß, ob ich vielleicht da wirklich auch zu Sony wechsle. Ich habe jetzt gedacht, gehen wir eben gerade auf Reise, und da will ich nicht gerade die neueste Kamera mitnehmen. Wo geht's hin? Nach Kasachstan. Ah, okay. Ja, und da sind wir viel draußen und viel Dreck und so. Und ja, da muss jetzt nochmals die GH4 mit, aber danach möchte ich dann wahrscheinlich mal diese ersetzen. Schön. Ja, man kommt ja mit dem Kaufen, finde ich, gar nicht hinterher. Also es ist ja, kommt ja eins nach dem anderen. Gerade DJI mit den Drohnen, das ist ja, da kannst du jedes Jahr ja nur was Neues kaufen. Genau. Also das ist auch, ich habe noch die Mavic Pro, und das bin ich wirklich zufrieden. Also da, ich habe die mir auch nicht gekauft, als sie gerade neu war, erst später. Und da kaufe ich mir nicht gleich die nächste. Also nice. Ja, da bin ich wirklich happy damit. Zum Schneiden, zum Bearbeiten, was benutzt du da für Software?
ich arbeite vor allem mit Premiere Pro. Manchmal gehe ich ins Final Cut, früher arbeite ich mit Final Cut, bin jetzt aber vor etwa 2 Jahren umgestiegen. Und jetzt bin ich mal gespannt, warum? Bei mir war der Hauptgrund wirklich, dass ich habe immer mehr Kunden, die mir ihre Bauchbinden und so, irgendwelche Texte im After Effects Templates schicken. Und dann habe ich mir manchmal so für einen Monat irgendwie das After Effects gekauft, was ja eigentlich noch praktisch ist, aber dann einfach teuer ist, wenn ich es nur für einen Monat nehme. Und also das war der eine Grund, dass ich einfach merke, okay, für die Zusammenarbeit mit den Kunden ist Premiere Pro besser. Und das andere ist, ich gebe eben Schulungen und viele Firmen arbeiten halt mit Windows und haben nicht Final Cut, sondern haben dann diese Adobe Suites und so und arbeiten dann mit Premiere. Und da merkte ich, wenn ich dieses Programm wirklich kennen will und ich die Leute auch schulen will darin, dann muss ich damit arbeiten. Sonst kenne ich es nur immer so oberflächlich, wenn ich mal kurz reinschaue. Und das war für mich dann der Grund zum wirklich Wechseln. Der große Vorteil für mich ist, ich merke, weil ich nicht, wenn ich importiere, das Videomaterial, weil es nicht alles umrechnet auf dieses ProRes, was es im Final Cut macht, kann ich einfach viel schneller beginnen zu schneiden. Und gerade mit 4K, das geht einfach so lange, bis ich alles importiert habe im Final Cut. Was ich im Final Cut zwar schätzte, war, dass ich nachher wirklich alles in einer Mediathek hatte und die Medien beieinander sind. Und beim Premiere Pro muss ich immer aufpassen, dass ich wirklich alles im gleichen Ordner ablege. Aber inzwischen habe ich mir das jetzt auch den Workflow so aufgebaut. Und jetzt bin ich eigentlich sehr schnell damit. Und bin froh. Aber wenn ich zwischendurch mal Multicam mache und irgendwie die Sony mit einem iPhone mische, das halt völlig einen anderen Codex hat und alles, das funktioniert einfach im Adobe Premiere Pro nicht. Das kann das nicht recht synchronisieren. Das habe ich noch gar nicht geprobiert, ne? Ja, und also Multicam ist einfach Final Cut am besten. Und da gehe ich ab und zu mal wieder ins Final Cut, wenn ich das benutzen will, weil da kann man sich wirklich eigentlich darauf verlassen, dass egal welche Kameras und wie viele, dass es das automatisch synchronisieren kann. Ja, habe ich auch. Es gibt immer so, die sind nur Final Cut und andere sagen nur Premiere Pro. Ja, hat viel Shitstorm gehabt in letzter Zeit, Premiere Pro wegen Abstürzen. Also es hatte jeder, dann kommt ein Update, dann stürzt halt nicht mehr so viel ab. Ja. Aber ich finde es auch immer unfair, weil ich finde, Premiere läuft halt auf dem Windows-Rechner und da laufen verschiedene Programme mit rein. Und wenn der Windows sagt, nein, da funktioniert irgendwas nicht, bricht es halt ab. Und das hast du beim Apple halt nicht. Dann läuft es und läuft es, was alles eine Firma ist. Ja. Wie viele Tage berechnest du denn für den Schnitt und für den ganzen Workflow? Das hängt natürlich sehr ab von der Art der Produktion. Aber ich arbeite eben immer noch in der Art wie eine Videojournalistin. Also ich arbeite meistens mit Interviews und dann mit B-Roll, dass ich damit kombiniere. Das ist die häufigste Mischung. Manchmal kommt noch ein Off-Text dazu, dann brauche ich noch einen Sprecher und muss noch Text schreiben und so. Aber sagen wir mal, wir haben keinen Off-Text und brauchen keinen Sprecher, nicht, sondern einfach der Inhalt besteht aus diesen Interviews und Statements, also ja, Statements und B-Roll. Dann ist es meistens so, dass ich ungefähr 1 bis 1,5 Tage, also so 8 bis 12 Stunden berechne, um das zu schneiden. Und dann, ja, dann ist es halt unterschiedlich. Mal geht es etwas schneller, mal braucht es mehr Korrekturen, mal weniger. Das ist unterschiedlich. Das heißt, du machst dann auch Korrekturschleifen, bietest du mit an, dass du sagst, hier, könnt ihr euch mal angucken mit dem Timecode, oder wie machst du das dann? Ja, also ich schneide in der Regel das Video fertig. Also wenn es jetzt einen Off-Text gibt, dann nehme ich den zuerst selber auf. Also manchmal in Schweizerdeutsch nehme ich auch selber oft Texte auf, wenn das, ich sage den Kunden immer, ey, ich bin keine ausgebildete Sprecherin, aber meine Stimme geht und ich habe als Videojournalistin auch oft Texte aufgenommen und dann können sie sagen, ob sie das wollen oder lieber ein Sprecher. Aber Hochdeutsch, das überlasse ich sowieso den Sprechern. Aber wenn es Hochdeutsch ist, dann nehme ich es auch zuerst selber auf, weil dann sehen und hören die Leute erst, wie das mit dem Bild zusammengeht und so. Also der Beitrag ist soweit eigentlich fertig. Und wenn ich das okay habe, dann gebe ich den Auftrag noch der Sprecher oder Sprecherin, dass sie es noch aufnehmen können. Und sonst bekommen sie eigentlich den fertigen Beitrag und in der Offert ist es so drin. Also kleine Anpassungen sind dabei, können sie mir sagen. Und wenn es dann größere sind,
dann werde ich das nochmals zusätzlich berechnen. Du hast es vorhin schon kurz angesprochen, Effektivität, Effizienz. Du hast jetzt schon richtig, würde ich sagen, lange Berufserfahrung. Und was würdest du jetzt gerade für Anfänger sagen, wie kann man da mehr Effizienz erreichen in dem Workflow, damit das Produkt einfach schneller fertig ist? Das Wichtigste ist immer jetzt, gerade wenn man so arbeitet wie ich, also ich arbeite jetzt nicht mit Schauspielern, wo wir ein genaues Drehbuch haben, so, sondern es entsteht halt vieles auf dem Dreh. Und ich sage den Kunden aber immer vorher, oder auch in meinen Workshops, das Mindeste, was wir vorher brauchen, ist ein Aussagewunsch. Also der, die Zuschauerin soll nach dem Video das und das wissen, das und das verstehen. Und dann weiß ich bereits, okay, beim Dreh muss ich immer das im Hinterkopf haben. Also meine Fragen zielen in die Richtung des Aussagewunsches und auch die Bilder, die ich dann sammle, die zeigen immer irgendwo etwas im Zusammenhang mit dem Aussagewunsch. Und das gibt mir schon mal einen roten Faden, weil sonst es gibt immer tausend Dinge, die ich filmen kann. Und dann bringe ich so viel B-Roll und dann muss ich nachher in dieser Fülle von Material das zusammensuchen und dann habe ich ewig. Und wenn ich das halt von Anfang an klar weiß, dann habe ich meinen Fokus dort und dann habe ich auch nicht eben, verliere ich mich nicht im Material. Und das Zweite ist dann, dass ich zuerst sicher mal die Statements schneide und halt schaue, okay, was habe ich jetzt für Inhalt, und danach gehe ich zu dem B-Roll und schneide das dann zusätzlich dazu. Und dann, das ist immer so, ich sage immer, die Produktion geht dann so Hand in Hand. Also wenn ich einen Off-Text habe, dann habe ich beim Dreh, je nachdem, schon in der Vorbereitung weiß ich natürlich etwa, welche Texte hinein müssen. Beim Dreh weiß ich schon, okay, zu diesem Off-Text passt dann dieses Bild, dann kommt das hinein, dem Schnitt kann ich das so umsetzen. Also je mehr ich halt auch wirklich diese rollende Planung schon habe, desto einfacher wird es nachher im Schnitt. Und dann im Schnitt, dort ist halt wirklich, ich sage immer, Shortcuts und alles. Möglichst von Anfang an, also auch als ich vom Final Cut auf Premiere Pro umgestiegen bin, dachte ich am Anfang, oh nein, ich bin so langsam, wie geht das? Und als Erstes habe ich mir einfach Zeit genommen, die wichtigsten Shortcuts herauszusuchen, aufzuschreiben, mir auf den Tisch zu legen und nachzuschauen. Und danach ging es zack und ich war wieder so schnell wie im Final Cut. Also ja, das macht ganz viel aus. Sehr cool. Ja, würde ich auf jeden Fall sofort unterschreiben, weil das stimmt. Marketing. Marketing ist immer sehr interessant, weil Marketing machen Videoleute in der Regel immer erst hinterher. Die wollen dann unbedingt Filme produzieren und mit Marketing befasst man sich dann später erst. Was würdest du denn sagen, was ist denn gerade für Einsteiger das Marketing so am wichtigsten, wenn man anfängt, Videos zu produzieren? Ich denke, wichtig ist, dass man sich irgendwo zeigt, die Videos irgendwo zeigt, dass die Leute sehen. Und da gibt es heute ja so viele Möglichkeiten. Also wir haben YouTube, Facebook und jeder kann einfach seine Videos veröffentlichen. Und dann ist halt wichtig, dass man eben das regelmäßig macht, dass man auch, wenn Kommentare kommen, dass man da wirklich Community bildet und den Leuten auch erzählt. Also wir haben ja auch unser Netzwerk in der reellen Welt und halt wirklich den Leuten erzählt, sagt, hey, ich mache Videos und ist cool, weißt du, du könntest doch dort und dort, könnte man Videos machen, so darüber reden. Aber es geht dir genauso. Mir geht das, wenn ich irgendwo was sehe, irgendein Unternehmer, irgendein Kollege, dann sage ich, ey, da wäre jetzt das Video und ja. Und meistens ist es dann Budget, wo dann nein, klar, das ist viel zu teuer. Aber ja, das Problem ist, viele haben auch keine Ahnung, was das kostet und dass man auch selber mal eben ein Video eigentlich machen kann heutzutage, dass das schnell gemacht ist. Ja. Und viele, was ich so gemerkt habe, bleiben bei hängen, die wollen es dann gleich richtig professionell. Und wo ich dann jetzt in der Zeit jetzt gemerkt habe, es muss gar nicht richtig professionell sein, Hauptsache man fängt an. Ja. Zielgruppe, wie hast du denn deine Zielgruppe definiert? Also unterdessen ist so, dass Videoschulungen mein Hauptschwerpunkt ist. Und Produktionen, die sind, mache ich einfach ab und zu mal. Jetzt für Kunden, weil das, ja, ich mache das mega gern, es macht Spaß und so bleibe ich drin. Aber der Schwerpunkt sind die Schulungen. Und aus dem ergibt sich so mein idealer Kunde. Also ich mache jetzt halt auch vor allem auf dieser Schiene das Marketing. Und mein Idealkunde ist so, also ich habe so mir die ideale Kundin mal aufgeschrieben und das ist eine Frau, die Social Media irgendwo in einer Firma macht und sie will
oder sie darf auch Videos machen, die Firma sagt, hey, wäre doch cool, wir könnten auch irgendwie Videocontent erstellen, könntest du nicht schauen, was wir tun können, vielleicht mit dem Smartphone oder wir kaufen eine kleine Ausrüstung. Und sie muss es sich irgendwie beibringen, das Lernen, und hat sehr viel Freiheit, hat aber auch deshalb sehr viele Dinge, die sie machen muss, und sucht so halt Know-how zum Thema Video. Und das ist... das war bis jetzt so mein idealer Kunde. Jetzt bin ich am Schauen, ob ich mich eventuell noch mehr ein bisschen verschiebe und noch mehr auch Leute ansprechen will, die jetzt wie ich zum Beispiel Einzelunternehmer sind und sagen, hey, ich habe ein Geschäft, ich möchte auch meine Videos aufnehmen und mein Gesicht zeigen und meine Videobotschaft ins Netz bringen. Ist jetzt nicht ganz anders, aber geht. Ich wollte gerade sagen, so ist ja schon ähnlich. Ist ähnlich, ja, ja. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man eine ganz, ganz klare Zielgruppe hat. Und das heißt ja nicht, dass man die anderen ausschließt. Ja. Aber einfach auch, weil ich jetzt einen neuen Online-Kurs gemacht habe und das spricht wieder etwas andere Leute an, da muss ich mir eigentlich wirklich überlegen, dass ich dann wirklich die richtigen Leute auch anspreche, die das auch suchen und denen es hilft. Wie bereitest du dich dann auf Kundengespräche vor? Also wenn du jetzt nicht in der Online-Welt bist, sondern du gehst jetzt zum Kunden hin, hast du da irgendwelche Tipps für Einsteiger, wie du dich darauf vorbereitest, aufs Gespräch? Ja, also ich schaue sicher kurz mal, was das für eine Firma ist, was sie produzieren. Dann die Person, die mich angefragt hat, also fragt da vielleicht auch kurz nach. Wieder bei der Schulung frage ich natürlich nach, okay, ist es die Kommunikation-Marketing-Abteilung, wer schule ich da, wie viele Leute sind das, was macht ihr? Wenn es um einen Dreh geht, Produktion, dann natürlich mehr, was wollen Sie transportieren, eben, was ist Ihr Auftrag, was möchten Sie da weitergeben. Viel mehr bereite ich gar nicht vor einem Erstgespräch. Da gehe ich einfach, lasse ich mich eigentlich einfach mal drauf ein und höre mal, was Sie gerne möchten. Einfach erstmal Informationen sammeln. Wirklich mehr einfach über die Firma. Mhm. Ja. Wie überzeugst du denn deinen Kunden von deiner Arbeit? Ich erzähle ihnen, was mir wichtig ist, wenn ich Videos mache. Also dass es mir eben wichtig ist, dass sie echt und authentisch sind und ich deshalb mit diesem journalistischen Ansatz arbeite, also mit Interviews und mit echten Personen und nicht mit Schauspielern und eben nicht, in der Regel ist es nicht ein ins Detail ausgeschriebenes Drehbuch, sondern Dinge, die vor Ort entstehen und mit Off-Texten, dass es meine Art ist. Und wenn ihnen das entspricht, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es passt und dass wir zusammenarbeiten. Und es geht vor allem darum, dort, wo ich merke, es sind Leute, die eigentlich mehr einen geschliffenen Imagefilm wollen, vielleicht eben noch mit Schauspielern und wo alles ins letzte Detail genau festgelegt ist und genau ausgeleuchtet. So, dann sage ich, für das braucht es ein ganzes Team und das bin nicht ich. Also, und wenn ich auf der Schiene bin, von da, wo ich komme, dann verkauft sich das meistens sehr gut. Also wenn ich ein Erstgespräch habe bei einer Firma, dann ist wirklich meistens auch schon viel gelaufen. Also dass es schon oft auch darum geht, okay, was wollen wir jetzt gemeinsam umsetzen? Sehr cool. Ich finde das zum Beispiel viel besser, dass man sagt, ich mache lieber authentische Videos mit einem richtigen Personal, was da ist, und nicht mit Schauspielern, weil ich glaube, das merkt auch sofort jeder, dass das authentischer ist. Also wenn der viele CEOs wollen sich ja auch gar nicht vor die Kamera stellen, die wollen ja dann mindestens schon mal einen Teleprompter haben, wo ich mir denke, es ist viel authentischer, wenn du dich einfach selber hinstellst. Und du musst ja nicht so einen riesen stundenlangen Text quatschen eigentlich, oder? Sondern einfach die Kern, was macht ihr, warum soll ich als Kunde zu euch kommen, und finde ich viel authentischer. Ja. Ja, genau, das ist mir auch wichtig. Ja, ja, vor allen Dingen, ich finde, viele haben, was ich jetzt so gemerkt habe, viele wollen gar nicht selber vor die Kamera, sondern wie du sagst, nein, da hole ich lieber jemanden, da bezahle ich auch 20.000 Stutz, sagt man in der Schweiz, ja, mehr, und da muss ich nicht selber vor die Kamera. Aber im Endeffekt ist das auch verbranntes Geld, finde ich. Also. Ja, also ich finde immer, ist klar, wenn eine Firma jetzt einen Werbefilm machen will, um ein Produkt zu zeigen oder was auch immer, Dann darf das auf jeden Fall ein High-End-Produkt sein, das sehr toll gemacht ist mit Schauspiel und so. Aber dann ist es eine Story und die muss auch noch jemand schreiben. Und dann muss sie gut sein, muss sie unterhalten. Und ja, eben, für das braucht es einfach Agenturen und ganze Teams und so. Und das hat seinen Wert. Aber das mache nicht ich. Ich mache
eben die authentischen, echten, wo die Leute auch bereit sind, selber vor die Kamera zu stehen. Und das hat dann, das erreicht einfach ein anderes Publikum, das hat einen anderen Platz, dann mehr halt in Social Media oder auf anderen Kanälen und nicht irgendwie vor der Tagesschau oder so. Aber hast du da auch so Vergleichsvideos oder mal so, dass du sagen kannst, hören Sie mal zu, das sind meine nackten Zahlen, dass es besser ankommt bei der Zielgruppe, wenn sich der Unternehmer selber präsentiert, als wenn sie da ein Imagevideo, ein hochprofessionelles, wo jeder sofort sieht, ach, okay. Nein, ich operiere da jetzt nicht groß mit Zahlen. Also ich muss halt so sagen, Leute, die jetzt diese High-End-Produktion wollen, die kommen meistens gar nicht zu mir. Also die sehen ja schon vorher, dass ich anders produziere. Also ich muss eigentlich selten dort wirklich jetzt wirklich bei dem beginnen. Einfach wenn ich merke, so, oh, den Leuten ist vielleicht nicht ganz klar, es hat ihnen einfach jemand erzählt, Jürgen Videoproduktion, wie auch immer, und da könnte eine solche Erwartung sein, dann sage ich das klar. Aber meistens kommen sie eben schon ein bisschen mit einer anderen Erwartung. Aber wenn dann, also was ich halt in meinen Videos und eben um überhaupt diese richtigen Kunden zu erreichen, die auch das suchen, was ich gebe und nicht das andere, da kommuniziere ich schon so, dass ich sage, hey, die Leute heute, die möchten eigentlich wissen, was sind die Gesichter hinter einer Firma. Sie wollen nicht eine Hochglanzbroschüre, sondern sie möchten, wir sind alles Menschen. Wir reden gerne face to face. Wir wollen wissen, wer ist das? Mit wem habe ich da nachher zu tun? Und wir schauen gerne jemand ins Gesicht und wissen, okay, das ist jetzt der Chef von dieser Firma. Da können wir Vertrauen aufbauen. Und das sind die Dinge, die eben nachher halt auch auf diesen sozialen Plattformen laufen, wo wir denken, hey, cool, das ist noch sympathisch, dieser Typ. Ah. Und da kann ich zum Brand auch eine Beziehung aufbauen. Das ist das, was ich den Leuten versuche, auch in meinen Videos, in meinen Blogbeiträgen und so weiter zu zeigen. Hey, zeigt eure Gesichter, zeigt, wer ihr seid, und ihr müsst nicht irgendwelche Models und Schauspieler und so bringen. Ja. Würde ich sofort unterschreiben, Judith. Du hast vollkommen recht, sehe ich genauso. Wie berechnest du denn deinen Preis? Also ich möchte nicht wissen, was du jetzt nimmst insgesamt, sondern einfach, wie du den für dich selber berechnest, dass du am Tagesende auch deine Familie ernähren kannst. Also das ist etwas ein Grund, warum ich nicht mehr so viel Produktion mache, sondern mehr Schulungen, weil es ist halt wirklich finanziell auch interessanter. Weil da habe ich einen Workshop und den passe ich natürlich immer wieder an und der entwickelt sich auch weiter, aber ich muss den nicht jedes Mal neu erfinden. Also kann ich eine gewisse Arbeit, die ich da investiert habe, auch immer wieder verrechnen. Und ich habe die Vorbereitung, die nicht mehr so groß ist, und ich habe so einen Tag Schulung und danach ist es fast abgeschlossen. Also die kriegen noch ein Handout von mir und sie kriegen je nachdem noch die Videos, die sie produziert haben, dann ist es fertig. Und da kann ich halt wirklich mit Pauschalen arbeiten. Und bei der Videoproduktion, da ist es halt einfach normal, dass man noch mehrere Stunden verrechnet, dass ich sage, ich komme 3 Stunden und deshalb kostet es 3 Stunden, mache ich zwar nicht, also ich sage immer, entweder verrechne ich ein halber Tag Dreh oder ein ganzer. Weil wenn ich nur 2 Stunden brauche, kann ich die anderen 2 Stunden trotzdem nicht mehr irgendwo verrechnen. Ich kann nicht in dieser Zeit noch bei einem anderen Kunden drehen. Also deshalb sicher Halbtages- und Tagespauschalen. Und dann auch in der Postproduktion ist halt auch so, da ist es einfach ungefähr. Ich brauche ungefähr 8 Stunden zum Schneiden oder 12 Stunden, wie auch immer. Und es ist einfach ab und zu mal so, dann hat man wieder ein technisches Problem oder man braucht länger, um etwas zu importieren, oder dann hat man da die Farben, die einem nicht so gefallen, und dann ist man noch an der Color Correction länger, als man geplant hat. Und das sind dann Dinge, die ich einfach nicht weiter verrechne, weil vielleicht ist es mir so wichtig, dass ich jetzt hier noch daran arbeite und so. Und da ist man dann oft mal länger dran, als ich eigentlich offeriert habe, und ich verrechne dann das, was ich offeriert habe, und es ist selten, dass ich dann mal sage, hey, jetzt, das muss dann einen Grund haben vom Kunden her, dass ich sage, hey, ich hatte jetzt viel mehr Aufwand, weil ihr plötzlich noch einen Untertitel wolltet und das und das und das. Ja, das muss dann man vorher genau. Das ist vorher ja. Klar. Und sobald es Dinge sind, die wir nicht in der Offerte waren, dann ist klar, du verrechnest. Aber ja, deshalb ist es einfach weniger verrechenbar und, sagen wir mal, stressvoller, da bin ich eher mehr dran. Aber das, ja, verrechne ich dann so.
Finde ich auch für den Kunden vernünftig und fair. Ja. Aber was du vorhin angerissen hast, da wollte ich gerade mal kurz drauf mit dem Perfektionismus. Also das hat, ich habe jetzt schon ein paar Kollegen interviewt und das hat, jeder hat das. Sagte, nein, hier muss ich nochmal ein bisschen mehr schwarz, ein bisschen mehr hell. Ein bisschen, also dass man an dieser Color Correction extrem lange festbeißt, bevor man das dann abgibt. Obwohl ich dann bei meinen Kunden auch oft gemerkt habe, die merken das gar nicht. Also die, auch wenn ich merke, nein, das ist mir zu viel Rauschen im Bild, der Kunde merkt das meistens gar nicht. Also es ist dann, der sagt dann, der ist dann so geflasht von dem Gesamtvideo, dass er das gar nicht so. Obwohl natürlich ein Kollege, wenn der sich das Video anguckt, ist natürlich was anderes. Der ja, aber ich glaube, da müssen wir auch, also wenn man jetzt Videoproduktionen macht in dem Bereich, wie ich arbeite, eben nicht High-End, da ist es wirklich so, dass die Kunden, die sind schnell zufrieden und ich meine, das ist auf eine gute Art. Und eben ein Rauschen, wie du sagst, oder so, das sehe ich und meine Kollegen genau, die das Gleiche machen, aber die anderen sehen das nicht. Und ich glaube, dort können wir sehr viel Zeit verlieren, die uns niemand bezahlt und die uns auch schlussendlich niemand irgendwie sagt, oh, mega cool, hast du das noch gemacht, da noch gratis. Also, ja, gut, man weil das ist wirklich, ja. Also, und das ist etwas halt schon, als ich im Journalismus gearbeitet habe, da hatte ich nie Zeit für Color Correction. Okay. Wenn es mal völlig überblendet war, klar, dann habe ich das korrigiert, aber da hast du keine Zeit für das. Und ich denke oft wieder an das zurück, dass ich einfach denke, ja, wenn es überbelichtet ist, unterbelichtet, so, da hole ich schon was raus. Auch für, also die meisten Videoproduktionen, die ich jetzt mache, sind für meine eigenen Videos, für den YouTube-Kanal und so, also da produziere ich ja noch regelmäßig. Und da mache ich schon, ich mache Color Correction, ich mache kein großes Grading. Weil ich sage immer, also jetzt für die Kunden, das Grading, das bezahlt mir niemand bei den Produktionen, die ich mache. Ja. Correction, ja, wenn was nicht stimmt, dann mache ich es. Und da gehe ich wirklich bei jedem Clip durch, dass einfach die Highlights und auch die dunklen Töne im richtigen Range sind. Aber da investiere ich wirklich nicht allzu viel und auch bei meinen Videos nicht. Nächstes Thema YouTube. Du stehst ja selber vor der Kamera und was war so der Grund, dass du gesagt hast, okay, jetzt stelle ich mich selber vor die Kamera. Also das kam ja schon mit dem Journalismus. Aber dass du gesagt hast, so jetzt mache ich einen eigenen YouTube-Kanal. War das direkt, wo du angefangen hast mit der Selbstständigkeit oder kam das ja später? Im Journalismus, da war ich immer hinter der Kamera. Und es war, ich muss noch vielleicht etwas weiter ausholen. Also meine erste Ausbildung war Kindergartenlehrerin und ich habe dann eine neue Herausforderung gesucht. Und ich hatte damals schon so Events moderiert und viele Leute sagten, nee, du machst das so gut, du könntest doch irgendwie zum Fernsehen, zum Radio. Und ich dachte eigentlich, ich gehe zum Radio und werde Moderatorin. Und dann konnte ich ein Multimedia-Jahrespraktikum machen mit etwas Fernsehen, etwas Radio, etwas Print und kam dann dort eigentlich zum Fernsehen. Und das war dann aber hinter der Kamera, aber ich war da total glücklich und konnte eben auch dann die Ausbildung machen. Und danach, ich hatte dann ein bisschen Radio gemacht während dem Multimedia-Praktikum, aber eben, ich bin dann beim Fernsehen reingekommen. Und dann habe ich später dann als Videojournalistin gearbeitet und dann habe ich mit meinem Mann mal so überlegt, ja, wenn ich jetzt etwas tun könnte, was mir wirklich das wäre, was ich mir wünsche, was am meisten Spaß machen würde. Und dann sagte ich, ja, es wäre schon irgendwie eben wieder diese Moderation selber vor der Kamera sein. Und dann habe ich mit Judy TV begonnen und das war dann so ähnlich, wie du es jetzt hier gemacht hast. Ich habe dann drei iPhones aufgestellt, also ich hatte irgendwie drei iPhone 3 und dann drei iPhone 4 und habe die auf Stativ gestellt und Mikrofon angeschlossen und so weiter und habe dann eben selber moderiert, selber die Fragen gestellt und das hat mir sehr Spaß gemacht. Und aus dem heraus kamen dann die Anfragen, hey, könntest du uns nicht auch Schulungen geben? Oder eben die Swisscom hat gefragt, könntest du nicht auch unsere Events mit dem Smartphone filmen? Dann war ich wieder hinter der Kamera und habe die Schulung gegeben. Und Studio TV ist jetzt auch aus Zeitgründen eingestellt. Aber als ich dann mit diesen Schulungen begonnen habe, dann habe ich mich selbstständig gemacht und dann musste ich irgendwie Marketing machen. Und dann kam da wieder das, okay, wenn ich anderen Leute zeige, wie sie Videos machen, dann mache ich doch YouTube-Videos, in denen ich zeige, wie sie selber Videos machen können. Und so bin ich wieder vor der Kamera gelandet. Also. Sehr cool, ja.
Das ist immer die Nachfrage. Dann okay, gut, dann mache ich, ja, man muss ja irgendwann, das meinte ich vorhin am Anfang, beim Marketing, man fängt an, man möchte was machen und dann überlegt man, wie kriege ich denn jetzt überhaupt meine Kunden? Was muss ich denn jetzt machen? Und dann, sehr, sehr cool, ja. Ja, wir sind eigentlich am Ende, sehe ich gerade. Ich habe noch immer so eine Schnellfragerunde zum Schluss. Hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele liegt, was du gerne noch erzählen möchtest? Nein, ist gut. Wunderbar. Schnellfragerunde. Ich möchte einfach, dass du die folgenden Fragen einfach ergänzt. Ist das okay? Ja. Die drei besten Tipps für eine erfolgreiche Videoproduktion sind? Wenn man produziert wie ich, dann ist es, die Leute sollen möglichst sich selber sein, echt und authentisch. Dann der Ton ist wirklich wichtig, arbeitet mit Mikrofonen, damit man die Leute gut versteht. Und das dritte ist, es soll Spaß machen, nachdem der hinter der Kamera ist und dann wird man kreativ und dann werden auch die Videos toll. Sehr cool. Wenn du deine Kamera selbst zusammenbauen könntest, was für Fähigkeiten hätte sie? Sie wäre extrem klein und leicht und hätte trotzdem Ende-Filters, also jetzt der digitale Ende-Filter, der FS5, das ist super. Aber das heißt, ich kann da wirklich verdunkeln und mit kleinen Blendenzahlen arbeiten und so weiter. Habe viel Tiefenunschärfe, ich muss keine Objektive wechseln, trotzdem habe ich eben Hammer-Tiefenunschärfe und ein wunderschönes Bild. Ich habe einen super Autofokus, kann aber jederzeit auf manuell wechseln und habe zwei Audioeingänge, habe einen sehr guten Bildstabilisator, optischen Bildstabilisator, ein super Peaking, auf das ich mich sehr gut verlassen kann. Ja. Das wären so. Das ist schon einiges, ja. Da können jetzt andere zuhören und einen Zettel aufschreiben. Okay, das machen wir jetzt, produzieren wir jetzt. Dein Lieblingsbuch ist? Im Moment ist es gerade The Code of the Extraordinary Mind. Habe ich kürzlich gelesen, hat mich sehr inspiriert und ich bin immer noch in meinem Alltag am Umsetzen und ja, schaue auch immer mal wieder in meine Notizen rein und so. Ist das so Selbstverwirklichung oder ist das, um was geht es in dem Buch? Ja, es geht eigentlich so darum, dass man, also es sind so wie verschiedene Kreise, dass man zuerst, heißt sie wie Culture Escape, es geht darum, was gibt es für Rules, also Bullshit Rules, die mich im Leben prägen, die ich, dass ich einfach nur mache, weil es die Kultur so macht oder weil ich das Kind so gelernt habe. Und dann geht es nachher immer weiter, also wie kann ich wirklich das in meinem Leben finden, was... Er sagt, dass mein Quest ist, so wie meine Leidenschaft leben und wirklich ja, das finden und mich nicht von außen irgendwie steuern lasse. Also geht so in die Richtung Selbstverwirklichung, ja. Aber mit einem sehr wissenschaftlichen Ansatz. Und das finde ich sehr spannend. Da kennst du bestimmt auch Vera Birkenbeel, oder? Die hat sowas Ähnliches mal in der Theorie. Vera Birkenbeel, die ist leider schon tot. Nein. Die hat das. Die hat das erzählt von der, du wirst geboren und dann entwickelst du dich zu einem Homo sapiens. Also mit der, und dann kommt aber, du wärst der perfekte Mensch, aber da kommt die Erziehung dazwischen und die macht halt alles kaputt. Da kommt halt der Staat, genau wie du es erzählt hast, der Staat mit Regeln und von zu Hause und solange deine Füße unter meinem Tisch sind und sowas. Und dass man sich eigentlich ganz anders entwickeln würde, wenn das nicht wäre. Ja. Ja, und das fand ich auch sehr interessant. Ja. Dein Lieblingszitat ist? Denke nicht nach, sondern denke vor. Sehr schön. Ja. In 5 Jahren werden Videos? Werden Videos immer noch wichtig sein und sehr viele Leute werden noch Videos schauen, aber ich denke, es kommen wie nochmals neue Formen dazu. Mhm. Also meinst du es wie mit dem Virtual Reality und sowas? Genau, genau. Ich denke nicht, dass das normale Video verdrängen wird, aber es wird einfach, diese Dinge werden schon noch wichtiger werden. Dein Vorbild ist? Es sind, ich habe so die großen Vorbilder wie eine Mutter Teresa, die mich einfach mit ihrem Leben sehr wirklich beeindruckt. Ein Pfarrer Sieber, der jetzt gestorben ist, aber einfach weil sie so viele Menschen investiert haben und sich sehr zurückgestellt haben. Das sind große Vorbilder. Wir sind eigentlich am Ende der Schnellfrage. Was mich noch interessieren würde in letzter Zeit, kommt immer so, was ist der Unterschied für dich zwischen einem Film und Video? Puh, ja, das frage ich mich auch immer wieder. Okay,
schreibe ich jetzt irgendwo, es ist ein Videoclip oder es ist ein Film oder was ist wirklich der Unterschied? Ich für mich würde sagen, ein Video ist, oder eben, ich sage dann manchmal Videoclip, ist, wenn es etwas ist, das einfach kurz ist, wie man es heute halt viel sieht, auf Social Media, 3 Minuten, 5 Minuten oder auf YouTube. Und ein Film ist für mich, wenn es wirklich eine Geschichte hat, die jemand vorher aufgeschrieben hat, dann wurde es gefilmt und umgesetzt. Und es ist etwas, das ich mir Zeit nehme und mich unterhaltet. So, ja. Wir sind am Ende. Wie kann man dich erreichen? Deine Webseite, deine E-Mail-Adresse? Meine Webseite, judithsteiner.tv. Und auch meine E-Mail-Adresse ist regie@judithsteiner.tv. Man findet mich in YouTube auch unter Judith Steiner. Also man kann auch den Namen googeln, da findet man mich eigentlich recht gut. Sehr cool. Also wenn ihr Interesse habt und wollt von Judith gerne einen Film haben, dann meldet euch bei Judith und dann, denke ich mal, wirst du da was anbieten können. Ja. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir sind am Ende. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Bevor ich Quatsch erzähle, hören wir lieber auf. Okay. Danke dir. Danke dir.